wie sind wir dazu gekommen, dass wir ein Heft zum 100-jährigen Bestehen der Löschgruppe Balve machen wollten? Es war am Anfang die Überlegung, auch hier ein Buch zu machen, wie wir es zu dem 75-jährigen Bestehen auch schon gemacht haben, was damals federführend Günter Cordes gemacht hat. Letztendlich hat nachher die Mehrheit der Mannschaft gesagt, nein, wir machen nur ein Heftchen, ein Jubiläumsheftchen. Und wir nehmen die letzten 25 Jahre hinein. Deswegen hat dieses Heft in erster Linie die Geschichte der Feuerwehr, der Löschgruppe Balve von 1997 bis jetzt 2022, also die letzten 25 Jahre. Die Entwicklung, die Geschichte der Einheitsführer, die Einsätze, alles was dazu gehört, was in den letzten 25 Jahren sich verändert hat, auch ein bisschen zu der Geschichte, wie Feuerwehr heute ist, was Feuerwehr früher war und so weiter. Natürlich ganz am Anfang auch so ein bisschen zu der Entstehung, aber das ist minimal im Vergleich zu unserem Buch, was 1997 zum 75-Jährigen herausgegeben worden ist. Ja, das Heftchen liegt aus in einigen Balver Fachgeschäften, wie im Markant, wie bei der Volksbank, bei der Sparkasse, bei Schneider, bei Tillmann und Skowanek, genau. Balver Grillstübchen im Bürgerbüro, können wir aufgrund der Unterstützung der ganzen Balver Firmen, Fachgeschäfte oder ähnliches, können wir das Heft auch kostenlos anbieten, die natürlich dann auch auf den Seiten in dem Heft auch immer wieder auftauchen, sodass man nicht nur die Geschichte findet, sondern halt auch die unserer Sponsoren, die uns hier halt tatkräftig unterstützt haben. Und dafür auch ein ganz herzliches Dankeschön. So dass möglichst alle Balver oder viele Balver Haushalte dieses Heft bekommen und vielleicht etwas über unsere Geschichte hören können oder lesen können. Und da würden wir uns drüber freuen, weil letztendlich sind wir als Feuerwehr für unsere Bürger da. Und vielleicht haben die Bürger ja Lust, dazu laden wir sie herzlichst ein, am 3. September in die Balver Höhle zu kommen, spätestens ab unserem Zapfenstreich um 18.30 Uhr. Würden wir uns freuen, ganz viele Bürger in der Balver Höhle begrüßen zu dürfen zu unserer, jetzt muss ich nochmal überlegen, zur Florians Party oder wie haben wir es genannt? Ja, so dass wir da richtig Remi-Demi machen können und gemeinsam mit allem auch feiern können.